Spürst du das Metronom, das sich durch dein Leben taktet? Spürst du den Puls der Zeit, der dich führt und dir zeigt, wo es lang geht? Kannst du mir sagen, wie es weitergeht, wenn's nicht mehr weitergeht und die Zeit hier steht und sich alles andere immer nur im Kreis dreht? Irgendwann wirst du geboren, bist nicht die, die das bestimmt. Kannst nichts dafür, wann oder wo deine Reise beginnt. Dabei scheint es ganz schön wichtig zu sein, wann oder wo deine Reise beginnt. Egal, jetzt bist du hier, gehst deinen Weg, er ist für dich bestimmt. Erstmal in die Schule, hier wirst du bewertet und mit anderen verglichen und nach Noten bemessen. Geht nicht ums Wissen, solange du noch etwas besser bist. Besser als die anderen, die Geschichte deines Lebens. Low! Stimmen, die dich fragen, was du so machst. Und du dann wie gewohnt erzählst, dass du grad Abi machst. Und auf die Frage, was danach kommst, mit den Schultern zuckt. Wahrscheinlich was studieren, nur was genau du dann noch guckst. Na dann mach doch erstmal irgendwas Vernünftiges. Irgendwas, mit dem du dann später sicher bist. Irgendwas, mit dem du nicht zu wenig Geld verdienst. Irgendwas mit Wirtschaft oder irgendwas im Außendienst. Erster Job, erstes Mal so richtig Kohle haben. Erstes Auto und die ersten 20 Urlaubstage, so vergehen die Jahre, stellst dir nie die Frage, ob das wirklich alles ist in der Geschichte deines Lebens. Lauf! Wie das alles gekommen ist, warum du immer nur den ersten Weg gegangen bist und was noch alles möglich wäre, wenn du das Metronom vergisst.